willkommen zu unserem Gottesdienst an Heiligabend. Im Namen des Pastoralteams der Pfarrgemeinde St. Sebastian darf ich Sie ganz herzlich begrüßen. In meiner Hand halte ich einen Tannenzweig, eine Kerze, einen Stern, die Christbaumkugel und symbolisch die Krippe. Diese Symbole werden heute im Gottesdienst unser Begleiter sein. Und hierzu wünsche ich Ihnen eine gute Andacht. Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Herzlich willkommen bei unserem Videogottesdienst, der Sie durch unsere Pfarrgemeinde St. Sebastian in Solingen führen wird. Sie sehen Aufnahmen aus unseren 4 Kirchen. Das ganze Pastoralteam ist an diesem Heiligabend-Gottesdienst beteiligt, ebenso wie unsere beiden Kirchenmusiker, der Kammerchor, die Kirchenband St. Katharina und 5 Sängerinnen aus unseren verschiedenen Chören. Ein besonderer Gottesdienst am Ende eines Jahres, das so sicher beim letzten Weihnachtsfest niemand erwartet hätte. Aber auch wenn alles so anders ist in diesem Jahr. Wir feiern Heiligabend und Weihnachten und wir freuen uns über die Geburt unseres Erlösers Jesus Christus. Auch wenn Sie jetzt nicht in der Kirche sind, können Sie mit uns beten, das Weihnachtsevangelium hören und Gott loben. Zu Hause können Sie außerdem nach Herzenslust mitsingen
Und so hoffe ich, dass wir Ihnen mit diesem Video ein Stück weit Weihnachten nach Hause bringen können. Lasst uns beten. Guter Gott, du hast uns Jesus geschenkt. Durch ihn willst du unser Leben hell und froh machen. Lass Weihnachten werden bei uns und überall auf der Welt. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. An unserem Tannenzweig, der selbst auch ein Symbol ist, hängen vier weitere Symbole. Ich möchte ein paar Worte zur Christbaumkugel sagen. Gläserner Christbaumschmuck wurde seit der Mitte des 19. Jahrhunderts vor allem durch Heimarbeiter in Thüringen angefertigt. In einem Auftragsbuch eines Glasbläsers ist 1848 zum ersten Mal ein Auftrag über 6 Dutzend Weihnachtskugeln in verschiedenen Größen vermerkt. Von da an lösten die Christbaumkugeln immer mehr die Äpfel ab, die man früher an die Tannenbäume gehängt hatte. Die Christbaumkugeln erinnern also an Äpfel. Und Äpfel an einem Baum erinnern an den Baum im Paradiesgarten. Sie erinnern sich, Eva reichte Adam eine zuvor von Gott verbotene Frucht. Adam biss in den Apfel und der Mensch wurde aus dem Paradies vertrieben. Aber warum erinnern wir uns an Weihnachten an diese traurige Geschichte von der Vertreibung des Menschen aus dem Paradies? Davon erzählt eine Legende. Nachdem die Weisen aus dem Morgenland ihre Geschenke überreicht hatten, soll eine alte Frau zur Krippe getreten sein. Auch sie hat etwas für Jesus, einen Apfel. Der kleine Jesus lächelt, die alte Frau nickt erleichtert und geht schweigend. Eine Deutung dieser Geschichte ist, Eva kommt zur Krippe und legt den Apfel, die Sünde der Welt, ab, weil Jesus, der Erlöser, geboren ist. Der Apfel des Sündenfalls wird zum Symbol für die Hoffnung auf Erlösung. Hier wird deutlich, dass Weihnachten nicht nur ein gefühlsduseliges Fest mit leckerem Essen ist. Weihnachten wird uns der Erlöser geschenkt, der uns von allem befreien kann, was uns belastet. Diese Erfahrung wünsche ich Ihnen, dass Sie spüren, dass Jesus Sie befreit. Ihre Schuld, Ihre Sorgen und Nöte, alles können Sie zum Kind in der Krippe bringen.
heißen wir Christus, unseren König, in unserer Mitte willkommen. Herr Jesus Christus, du bist der Sohn Gottes. Herr, erbarme dich unser. Du lässt keinen von uns allein. Jeder ist dir wichtig. Christus, erbarme dich unser. In jedem Sakrament wirst du für uns berührbar. Herr, erbarme dich unser. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Schuld schenke uns immer wieder neu, unser guter und barmherziger Herr. Amen. Liebe Kinder, liebe Schwestern und Brüder, liebe Festgemeinde, mit einem Stern verbinde ich seit meiner Kindheit das Weihnachtsfest. Ich habe aber auch das Glück, seit Jahrzehnten priesterliche Freunde in Chiemgau besuchen zu dürfen. Deren Ort, in dem sie leben, liegt auf 900 Meter Höhe. Und in vielen warmen Sommernächten, wenn Föhn war, habe ich mit einem Freund draußen gesessen und den Sternenhimmel beobachtet. Es war sehr hell, man hätte fast ein Buch dabei lesen können. Mein Freund hat mir dann die Bedeutung der Sterne erklärt, die Sterngebilde erklärt. Was mich fasziniert, war die Helle und war und ist, dass ich weiß, ein Stern weist mir den Weg auch in der Dunkelheit. Einem Stern kann ich folgen, damit ich an mein Ziel komme. Jesus Christus und Gott, das sind für uns die Sterne, die uns führen. Christus ist der, der uns zu Gott führt. Christus ist der Stern, zu dem wir in Gott in Beziehung stehen können. Durch Christus machen wir uns auf den Weg, um Gott, unseren Vater, immer mehr zu erkennen. Und deswegen ist der Stern gerade für das Weihnachtsfest von so enormer Bedeutung. Der Stern führt uns immer in das Licht, immer zu Gott. Christus ist mit uns auf diesem Weg in diesem Stern. So wünsche ich euch und Ihnen in diesen Tagen für ihr Leben immer ein Stern Gottes, der ihr Leben erhält und sie durchs Leben begleitet. Sei mit euch.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. Es geschah aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Diese Aufzeichnung war die erste. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie, und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren, er ist der Christus, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Thank you.
Schwestern, liebe Brüder, im Laufe meines Lebens ist mir Weihnachten immer wichtiger geworden und ganz besonders Darstellungen von Krippen. Wir haben hier eine besonders interessante in Lödorf, weil die Menschen des Ortsausschusses sich da immer wieder Gedanken machen, wie können wir Weihnachten in diesem Jahr aktuell darstellen. Wir haben aber auch die herrliche Krippe in Ohlix, in St. Joseph. Wir haben Krippendarstellungen in St. Maria Empfängnis und in St. Katharina und in so, so vielen Kirchen und vielleicht auch in ihrem Wohnzimmer. Was ist für mich das Besondere an der Krippe? Dass wir daran erkennen, wo Jesus geboren ist, wo Gott Mensch geworden ist. Nicht wie zunächst geplant in einem Hotelzimmer, da war kein Platz für die heilige Familie, sondern draußen in einer Höhle oder in einem Stall, so genau wissen wir das nicht. Was aber die Bibel uns erzählt, wer die ersten Gratulanten waren. Hirten. Menschen am Rande der damaligen jüdischen und römischen Gesellschaft. Sie verdienten schlechtes Geld bei einer unangenehmen Arbeit und sie schliefen sogar bei den Tieren, was sie kultisch unrein machte. Ich stehe heute hier am Solinger Hauptbahnhof, mitten in Ohlix. Und die Besonderheit an diesem Bahnhof ist, wir sind damit ganz schnell von Köln, von Düsseldorf, von Wuppertal hier in unserer Stadt. Das ist toll, das ist klasse. Aber es macht diesen Ort auch zum Drogenumschlagplatz. Und eine ganze Reihe Menschen mit erheblichen sozialen Problemen halten sich hier in der Nähe auf. Nicht nur am Bahnhof, sondern auch gegenüber, an einer großen Bank. Dort leben Menschen, die zum Beispiel alkoholkrank sind oder andere soziale Probleme haben. Die Hirten unserer Zeit. Und ich finde es wichtig, dass wir sie im Blick haben, wenn wir Weihnachten feiern. Natürlich ist Gott in jedem von uns Mensch geworden. Es gibt nicht nur gute Arme und böse Reiche und es gibt nicht nur gute Reiche und böse Arme, aber es ist wichtig, dass wir uns eben daran erinnern, er ist in jedem Fleisch geworden. Und deswegen bin ich auch all jenen dankbar, die in diesem Jahr mitgeholfen haben, dass wir uns für diese Hirten der heutigen Zeit einsetzen konnten, als Pfarrgemeinde St. Sebastian. Ob in der Kleiderkammer, ob in der Corona-Hilfe, ob beim Wohlfühlmorgen oder auf verschiedene Art und Weise konnten wir Kontakt zu ihnen aufnehmen und sie haben mitgeholfen. Ob sie jetzt zur sonstigen Gottesdienstgemeinde gehören oder ob sie sich gerade für diesen Bereich gemeindlichen Lebens eingesetzt haben. Ich finde das toll, dass wir da miteinander viel erreicht haben und zu vielen Menschen Kontakt bekommen haben. Denken wir auch an sie, wenn wir Weihnachten feiern und wenn wir in diesem Jahr unsere Krippen betrachten. Ich wünsche Ihnen allen, uns allen ein gesegnetes und frohes Weihnachtsfest.
Weihnachtszweig steckt. Die Kerze ist bestimmt eines der gängigsten Symbole, die uns durch die Advents- und durch die Weihnachtszeit begleiten. Schon seit Wochen erhellen sie die Straßen, die dunklen Häuser, aber auch dunkle Räume. Das Faszinierende an einer Kerze ist ja, sobald auch nur eine Kerze brennt, so klein sie ist, ist die Dunkelheit nicht mehr komplett dunkel. Und ich glaube, darum geht es auch in der Weihnachtsbotschaft. Jesus kommt als Licht in unsere Welt. Und damit kann es keine absolute Dunkelheit mehr geben. Dennoch erleben wir immer wieder Momente und Situationen, in denen Dunkelheit herrscht. Aber wir können damit umgehen. Wir können darauf hoffen, dass wir nicht alleine sind. Wir können unseren Blick in Richtung des Lichts wenden. Und wir können beten für alle Menschen, die sich in Dunkelheit befinden. Und das wollen wir jetzt tun. Wir beten für alle Menschen, die sich einsam fühlen. Für alle, die keine Familie und keine Freunde in ihrer Nähe haben. Für alle, die unter den Kontaktbeschränkungen leiden. Für alle, die sich von niemandem verstanden fühlen. Für alle, die sich isoliert fühlen. Für alle, die mit ihren Nöten alleine dastehen. Gott, unser Vater, erleuchte ihre Dunkelheit. Wir beten für alle Menschen, die erschöpft sind. Wir beten für alle, die starke Lasten tragen. Für alle, die bis zur Ermüdung arbeiten. Für alle, die sich bis zur Selbstaufgabe für andere einsetzen. Für alle, die dringend eine Pause brauchen. Gott, unser Vater, erleuchte ihre Dunkelheit. Wir beten für alle Menschen, die wütend sind, für alle, die mit einem System hadern, für alle, die vergeblich nach einem Sinn suchen, ihn aber nicht finden können, für alle, die das Gefühl haben, nicht verstanden zu werden, für alle, die keinen Ausweg sehen. Gott, unser Vater, erleuchte ihre Dunkelheit. Wir beten für alle Menschen, die Angst haben. Wir beten für alle, die Angst haben vor Gewalt, vor Krieg, vor Hunger und Durst. Für alle, die Angst haben vor einer schweren Erkrankung oder einem Schicksalsschlag. Für alle, denen der Mut fehlt, einen wichtigen Schritt in ihrem Leben zu gehen. Gott, unser Vater, erleuchte ihre Dunkelheit. Wir beten für alle Menschen, die traurig sind. Für alle, die etwas verloren haben, was ihnen wichtig war. Für alle, die um einen verstorbenen Menschen trauern. Für alle, die sich in der Dunkelheit gefangen fühlen. Gott, unser Vater, erleuchte ihre Dunkelheit. Wir beten für alle Menschen, die verstorben sind. Gott, unser Vater, nimm sie auf in dein Reich. Amen. Herr, wir danken dir, dass wir in jedem dunklen Moment unseres Lebens darauf hoffen können, dass du an unserer Seite bist und uns Hoffnung schenkst.
Amen. Gott ist ein Kind geworden, damit wir Kinder Gottes werden. Darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Zweiglein der Gottseligkeit steckt auf mit Andacht, Lust und Freud. So dichtet Georg Weissel in dem bekannten Weihnachts- und Adventslied: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Macht hoch die Tür. Nun stelle ich Ihnen die Frage: Haben Sie auch dieses Jahr Zweiglein der Gottseligkeit aufgesteckt? Ich beantworte mal diese Frage für Sie mit einem Ja, auch wenn das Wort Gottseligkeit vielleicht etwas befremdlich klingen mag. Wenn Sie einen Adventskranz, einen Weihnachtsbaum oder auch nur Tannenzweige in Ihrer Wohnung, in Ihrem Haus haben, dann haben Sie Zweige aufgehangen. Zweige der Tanne. Aber wenn Sie das noch getan haben mit Lust, mit Andacht und mit Freude, dann kommt der König zu Ihnen, der König aus der Krippe, der Heil und Leben verspricht. Ist das wirklich so einfach? Ich würde das mit einem Naja beantworten, nämlich so wird sich das Georg Weissel bestimmt nicht gedacht haben. In dem Vers davor spricht er von dem Bereiten des Herzens. Es geht um ein Dekorieren des Herzens, wo der Tannenzweig nur ein Ausdruck von Freude, von Hoffnung und Wegbereiten ist. Denken wir an den Palmsonntag, an die Palmzweige, die die Menschen von den Bäumen abgerissen haben, mit denen sie Jesus zugewunken und mit denen sie seinen Weg bereitet haben. Die Zweige dort sind Ausdruck nicht der Huldigung, sondern Ausdruck der Hoffnung, der Freude. Sie haben sich innerlich auf Jesus vorbereitet. Sie sind voll Hoffnung, dass Jesus zu ihnen kommt, der Messias endlich da ist.
Sie haben die Herzen geöffnet. Der Tannenzweig, er ist für dieses, für uns, für bei Weihnachten Ausdruck dieser Freude, der Hoffnung. Nämlich im tristen Winter grünt er trotzdem. Er bringt Licht und Leben zu uns. Er ist Ausdruck, dass wir uns in der Adventszeit vorbereitet haben, vorbereitet auf die Hoffnung. Pflanzen, die im Winter grünen, sind Ausdruck von Leben und Heilskraft. Für uns ist es Jesus, der Leben bringt. Er schenkt sich uns. Wenn wir ihn akzeptieren, wenn wir ihn annehmen, dann bringt er wirklich Leben und Hoffnung. Der Tannenzweig an ihrem Weihnachtsbaum, des Weihnachtsbaumes, der Tannenzweig in der Wohnung, er soll Hoffnung schenken, dass das Leben nie vergeht. Jesus, der neugeborene König, der neugeborene Friedensfürst, er schenkt uns Hoffnung und Frieden. Diesen Frieden wünschen wir uns allen, der ganzen Welt, der Stadt Solingen. Wenn Sie nun alleine sind, dann denken Sie an Menschen, die Ihnen nahestehen, die Sie gerne haben, aber in diesen Zeiten jetzt nicht bei Ihnen sein können. Wenn Sie vielleicht doch jemanden bei sich haben, wenn Sie gemeinsam diesen Gottesdienst anschauen, dann geben Sie sich jetzt ein Zeichen des Friedens. Zum Schluss dieses Gottesdienstes wollen wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du bei uns bist und Hoffnung, Licht und Leben in unsere Welt bringst. Bleibe bei uns an diesem Weihnachtsfest und alle Tage unseres Lebens. Amen. Bitten wir nun um den Segen Gottes für diese Tage, für diese Weihnachtszeit. Der Friede Gottes, der vom neugeborenen Kind aus der Krippe ausgeht, der alles Begreifen übersteigt, bewahre unsere Herzen und unsere Gedanken in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Es segne und behüte uns der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Singet Lob und Preis. Dank sei Gott, dem Herrn. Am Ende unseres Gottesdienstes wünschen wir Ihnen nun frohe und gesegnete Weihnachten. Thank you.
Ich wünsche Ihnen schöne Festtage und alles Gute.